Hallo Freunde, weiter geht's mit Ultima Ascension. Wir sind noch im Dungeon des Spice, aber eigentlich sind wir hier fertig. Den Glyph haben wir gefunden und jetzt heißt es zurückzugehen. Und dazu dachte ich in der letzten Folge noch, gibt es hier irgendwo einen geheimen Durchgang, einen Geheimgang oder was auch immer, was uns direkt nach Hause führt, aber es gibt wohl doch keinen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal unsere Beine in die Hand und kehren um und gehen den ganzen Weg nochmal zurück. Was vielleicht gar nicht verkehrt ist, denn dann können wir uns diesen wunderschönen Dungeon nochmal in Ruhe betrachten. Denn ich glaube, wir werden hier nie wieder herkommen. Wenn wir jetzt hier gleich wieder den Dungeon verlassen, müssen wir, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, zum Bürgermeister gehen. Denn wir brauchen zwei Teile, um den Schrein zu reinigen, wenn ich jetzt mich richtig ausgedrückt habe. Den Glyphen und ich glaube ein Siegel und das bekommen wir vom Bürgermeister. Das heißt, unser erster Weg sollte zum Bürgermeister führen. Dann würde ich natürlich auch die Chance nutzen und diese ganzen Sachen, die wir gefunden haben, zu Geld bringen bzw. zu Geld machen, also verkaufen. Wobei ich gestehen muss, ich habe mit einer größeren Ausbeute gerechnet. Wir haben ja jetzt doch nicht allzu viele Sachen gefunden. Ich meine, so ein bisschen rüstungsmäßig, aber nicht wirklich was Atemberaubendes oder so. Aber ist egal, wir werden auf jeden Fall das Inventar wieder säubern, alles verkaufen, ein bisschen Kohle machen und dann schauen wir mal weiter, dann auf jeden Fall auch mal mit dem Bürgermeister reden. So, und ich hoffe übrigens, dass ich hier gerade in die richtige Richtung renne, dass wir hier auch wirklich zum Ausgang kommen, denn da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ansonsten, glaube ich, haben wir hier in der Despise gar nicht mal so viel übersehen. Wir müssen so ziemlich alles haben, was hier Despise zu bieten hatte. Vorne sind Grafikfehler, aber solange es nur das ist, ist es okay. Ultima Ascension war schon immer ein bisschen empfindlich. Und ich mache 3 Kreuze, wenn ich dieses Let's Play beende, ohne dass es irgendwelche großen Bugs auftreten. Und von daher stören mich die paar Grafikfehler absolut nicht. So, jetzt sind wir wieder hier bei dem Raum mit den Säulen. Überall sind die Fledermäuse. Normalerweise sollten mich die Fledermäuse angreifen, habe ich gelesen. Machen sie nicht. Gut, soll mich jetzt auch nicht weiter stören. Fledermäuse können ruhig rumflattern. In Wirklichkeit bin ich mir auch gar nicht so sicher. Ich glaube, die würden mich auch nicht angreifen in Wirklichkeit. Und hier geht's zum Ausgang. Wir verlassen Dungeon des Spice. Ein letzter Blick. Mach's gut, Dungeon. Und wir gehen raus. Und draußen scheint noch die Sonne. Das ist doch schon mal schön. Ich bin dir schon eine ganze Weile gefolgt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir uns am Ende auf diese Weise kennenlernen. Wer bist du? Wer bist du? Man nennt mich Raven. Nur für den Fall, dass du dich wunderst, warum ich hier bin. Mein Arbeitgeber hat etwas, an dem du wahrscheinlich interessiert bist. Das heißt, falls du wirklich der Avatar bist. Was meinst du damit, falls ich tatsächlich der Avatar bin? Nimm es nicht persönlich, doch woher soll ich wissen, dass du der Avatar bist? Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Mein Arbeitgeber hat sehr viel zu tun und duldet keine Fehler. Ich brauche einen Beweis dafür, dass du tatsächlich der Avatar bist. Tatsächlich? Und wer ist dein Arbeitgeber und was möchte er von mir? Man nennt ihn Samhain. Und was er will, nun, das kann er dir erzählen, wenn du ihn kennenlernst. Doch ehe ich dich zu ihm führe, bedarf ich eines Beweises dafür, dass du wirklich der Avatar bist. Ich glaube, du wiederholst dich. Das hast du jetzt schon mehrmals gesagt. Also gut, was für einen Beweis brauchst du? So, wollen wir doch mal sehen. Die Runen der Tugend sind schon seit langem verschwunden. Wenn du tatsächlich der Avatar bist, solltest du in der Lage sein, sie zu finden. Du wirst mich auf den Docks in Britain finden. Bringe mir eine der Runen, um zu beweisen, dass du ganz sicher der Avatar bist. Und ich werde dich zu meinem Arbeitgeber bringen. Pass auf dich auf. Die Runen der Tugend sollen wir besorgen für die nette Frau. Raven heißt sie. Die Runen der Tugend. Keine Ahnung, wo es die gibt. Ich denke mal, das wird sich schon ergeben. Wir sollten das jetzt gerade gar keiner großen Beachtung schenken. Wir sollten mit unserer Mission weitermachen. So, wer bist du? Du rennst weg. Okay. Komm her, mein Freund. Haha.
Ja, die Macht wird stark in mir, seit ich meine Ausbildung in Despise abgeschlossen habe. Gib mir dein Geld, du wirst es nicht mehr brauchen. So, und wir gehen weiter in diese Richtung. Dann kommen wir nämlich erstens zu Britten und zweitens zu dem Schrein. Der Schrein, den wir, ich glaube, reinigen sollen oder was auch immer. Also ich weiß nicht, ob wir den Schrein reinigen sollen. Auf jeden Fall hat das wohl was mit dieser Säule zu tun. Und Britten wäre dann wieder gesäubert. Aber dazu fehlt uns noch ein Siegel und ich glaube, ich renne gerade falsch. Wir müssen nämlich hier unten runter, hier unten rum weiter rennen. So. Und wie gesagt, wir müssen zum Bürgermeister. Der soll dieses Siegel besitzen. Das heißt, wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zum Bürgermeister. Zu dem Schrein brauchen wir jetzt nicht vorbeizugehen. Denn das habe ich mir schon betrachtet. Da bekommen wir nur wieder gesagt, dass wir doch zum Bürgermeister müssen. Und das Siegel, um das Siegel zu holen. So, da ist noch eine Ratte, ne? Soll ich die erledigen? Komm, ich erledige die mal. Vielleicht ist es auch jetzt soweit, dass wir unsere Ausbildung beginnen können. Komm, Ratte, komm. Na komm. Trau dich. Es gefällt mir nicht, dass sie da oben auf so erhöhter Position sitzt. Okay, das Gold schwebt in der Luft. Aber das macht nichts, wir sammeln es trotzdem ein. Wenn ich es dann treffen würde, wir machen das mal so. Genau. So, das heißt, da vorne geht es nach Britten. Da sind hier zwei leere Flagons. Die habe ich da mal hingestellt. Das ist ganz schön, weil die Sachen, die man hier in diese Welt hinstellt... soll ich mal mit dir reden? Seid gegrüßt, Avatar. Ich hoffe, euer Auftrag verläuft gut. Habt ihr das Siegel schon gefunden? Nein, noch nicht. Wisst ihr, wo es sein könnte? Leider nicht. Vielleicht solltet ihr am Schrein meditieren, um erleuchtet zu werden. Ja, das Siegel. Der Schrein hat uns gesagt, dass das Siegel beim Bürgermeister ist. Und genau da wollen wir jetzt hingehen. Beziehungsweise mir fallen jetzt schon wieder so viele Sachen ein, die ich tun möchte. Wir sollten nämlich auch nochmal ins Schloss vorbeigehen. Ja, bleib locker. Der ist auch so ein bisschen durch, ne? Ich wollte nochmal ins Schloss gehen. Und da auch nochmal nach meiner Ausbildung schauen. Vielleicht sind wir ja jetzt gut genug. Vielleicht aber müssen wir auch eher zuerst diesen ersten Akt hier komplett abschließen. Das heißt, Britten wieder auf den rechten Weg bringen. Britten ist ja die Stadt des Mitgefühls. Und die Leute hier, die zeigen momentan alles andere als Mitgefühl. Die sind eher sehr boshaft unterwegs. Und möglicherweise, erst wenn wir dieses Rätsel gelöst haben, können wir unsere Ausbildung weitermachen. Aber ich probiere es einfach mal. Ich grüße euch, edler Herr. Jawohl, servus. So, der da hinten war das mit meiner Ausbildung. Mal schauen. Was bringt euch in die Waffenkammer? Ich möchte meine Ausbildung beginnen. So, was haben wir denn hier? Ich bin ein Freund, Lord British hat mich gesandt, um einige Waffen abzuholen. Ich bin ein Freund. Lord British hat mich gesandt, um einige Waffen abzuholen. Wartet, ihr seid der Avatar, nicht wahr? Ja, Lord British hat Nachricht geschickt, dass ihr höflich behandelt werden sollt und dass ihr alles nehmen könnt, dessen ihr bedürft. Ich möchte mich nicht einmischen, schließlich seid ihr der Avatar, doch hättet ihr gern Hinweise für die Vorbereitung auf den Kampf und den Waffengang, nur um eure Fertigkeiten ein wenig aufzufrischen? Ja, gerne. Fürwahr, ich würde sehr gern Hinweise bekommen. In Ordnung. Möchtet ihr etwas über Schulung, Waffen oder Rüstung erfahren? Ich möchte eigentlich nur eine Ausbildung. Ich möchte etwas über Waffen erfahren. Oh, man stößt auf alle möglichen Waffen. Manche Leute verwenden lieber Nahkampfwaffen, Streitkolben und so weiter. Andere bevorzugen Distanzwaffen. Ihr wisst schon, Langbogen und Kriegsbogen. Mir sind Schwerter am liebsten. Man stößt auf alle möglichen Arten von Schwertern, doch ich habe am liebsten die guten alten Breitschwerter. Ich würde euch auch raten, einen Bogen zu erwählen. Ihr könnt mit einem Lernbogen oder einem Langbogen beginnen. Manchmal ist der Feind nicht in Reichweite, dann braucht man eine Waffe, mit der man schießen kann. Okay, ich klicke das jetzt mal alles durch. Das soll uns ruhig mal alles erklären. Erzählt mir etwas über Schulung. Es ist sehr wichtig, dass ihr so viele Lehrer wie möglich aufsucht. Unterschiedliche Lehrer können euch unterschiedliche Kampfweisen beibringen.
Je mehr Kampfweisen ihr lernt, desto besser wird es euch ergehen. Vergesst nie, dass es immer einen geben wird, der besser ist als ihr. Nun, ich bin ein Meister im Schwertkampf und kann euch ein wenig schulen, wenn ihr wollt. Der Preis ist 300 Goldstücke. Genau da wollte ich hin. So, schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Ja, ich würde gern von euch lernen. Tja, ich kann euch noch nicht schulen. Ihr seid nicht schnell genug und werdet euch verletzen, wenn ihr einige der Bewegungen ausführen wollt. Kehrt wieder, wenn ihr euch flinker bewegt. So, das war wohl ein Satz mit X. Das war wohl nix. So, wir gehen wieder zurück. Diese Richtung, bitte. Gut, Freunde. Guten Tag, edler Herr. Jawohl. Hier zu meiner Rechten ist übrigens das Haus des Bürgermeisters. Ich kann ja mal gerade nachschauen, ob er vielleicht da irgendwo ist. Wir müssen auf jeden Fall zum Bürgermeister. Okay. Keine Ahnung, wo er sein könnte. Hier oben vielleicht. Vielleicht unten. Das letzte Mal war er noch da bei diesem Brunnen, glaube ich, in der Stadt. Hätten wir jetzt natürlich eigentlich als erstes mal schauen können. Aber jetzt, wo wir schon hier sind, dann schauen wir uns auch nochmal die anderen Zimmer an. Haben wir uns natürlich auch schon mal angeschaut in einer der ersten Folgen, das ist ganz klar. Aber die Charaktere hier in Ultima Ascension haben die Eigenschaft, so ein bisschen durch die Gegend zu wandern. Zumindest manchmal. Deswegen dachte ich mir, es kann nicht schaden, zum ersten Mal hier an das Haus des Bürgermeisters nach dem Rechten zu schauen. Aber wie ich sehe, sehe ich nichts, denn der ist nicht da. Zumindest nicht hier im oberen Bereich. Ich werde jetzt nochmal hier unten ein bisschen was absuchen. Ein Tisch. Ich bin mir aber fast sicher, dass wir hier schon mal jemandem begegnet sind, der auch jetzt hier wieder verschwunden ist. So, da geht's raus. Da will ich gar nicht raus. Ich will nochmal auf den anderen Flügel. Hier hin. Da ist jemand. Wer bist du? Mit dir haben wir auch schon gesprochen. Vielleicht weißt du was. Oh, Avatar. Ah, ihr seid zurück. Was kann ich für euch tun? Wo ist der Bürgermeister, genau? Wo ist der Bürgermeister? Wieso sollte ich euch das mitteilen? Seid ihr nicht manchmal all dieser Dinge müde, Avatar? Wollt ihr nicht einfach mal ausspannen, ein wenig das Leben genießen? Der Bürgermeister, wo ist er? Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, der Dummkopf ist nach Pors gegangen, um seine Tochter zu suchen. Jetzt lasset mich in Ruhe. Na, klasse. Gut, lebt wohl. Wir haben eine neue Information bekommen. Der Bürgermeister ist also nicht mehr in Britain. Es wäre ja auch zu einfach gewesen. So, jetzt muss ich erstmal hier dieses Gebiet wieder verlassen, damit diese schreckliche Musik endlich wieder aufhört. Da ist mir doch die Melodie von Britain viel lieber. Und wenn wir jetzt hier gleich in der Stadt von Britain sind, dann werde ich auch mal direkt wieder abspeichern. Ist vielleicht besser. So, der Bürgermeister ist nach Paws. Ja, ganz großes Kino. Da werden wir ihn da vorne mit Sicherheit nicht finden an dem Brunnen. Beziehungsweise da, genau da, wo wir jetzt drauf gucken. Da stand er, glaube ich. Jetzt steht da keiner mehr. Und wir hatten gesagt, abspeichern. Moment, was hatten wir genommen? K25, dann machen wir doch jetzt K26. Und zum Schmied wollte ich. Wir wollten ein paar Sachen loswerden, ne? Ein bisschen was zu Geld machen. Der Schmied müsste da vorne sein. Seht mal, was ihr gemacht habt. Oh. Habt ihr den Haufen Dreck nicht gesehen? Ihr seid reingetreten, habt alles verteilt. Ja, ist gut, Oma. Ich versuche hier gerade die Welt zu retten und die Oma ärgert sich über den Dreck, den ich hier mache. Da vorne ist schon das Schild des Ambosses. Das heißt, da können wir bestimmt was verkaufen. Ist nur die Frage, ich will nicht zu viel verkaufen. Und was ist überhaupt in diesen Schlüsseln? Seht ihr da in meiner Inventarleiste, wir haben noch einen Schlüssel. Das war der Schlüssel. Stand in den Kommentaren von euch. Geh nochmal zurück, hol den Schlüssel. Den haben wir geholt und wir haben ihn gar nicht mehr gebraucht. Ach, die steht schon wieder auf der Theke statt vor der Theke oder hinter der Theke. Gut. So, jetzt müssen wir wieder einen Moment warten, bis die Frau merkt, dass sie von der Theke runtergehen muss. Das letzte Mal konnten wir eine ganze Weile warten. Diesmal wahrscheinlich auch. Ich nehme mir mal gerade einen Schluck Kaffee. Willkommen, Avatar. Wir haben viele verschiedene Waren. Wonach verlangt es euch?
Zeig mir deine Waren, beziehungsweise ich würde gerne was verkaufen. Ich würde gerne einige Sachen verkaufen. So, da haben wir ein Kurzschwert. Wir haben Lederärmel, ein Lederbrustschutz, Lederbeinlinge, ein Avatarhemd. Ist eigentlich sehr schade, das zu verkaufen, ne? Aber wir sollten wirklich alles zu Geld machen. Komm, ich verscheue das jetzt. Ich danke euch. Kann ich euch sonst noch etwas geben? Zeig mir mal deine Waren. Zeig mir deine Waren. So, da ist das Zeug, weil ihr wieder was verkauft habt, beziehungsweise nicht alles, leider. Aber wie ich es gerade sehe, haben wir 1697 Gold. Wir sind schon richtig reich hier. Da gibt es so eine ganze Menge zu kaufen. Ich danke euch. Kann ich euch sonst noch etwas geben? Nein. Heute nichts, werte Frau. Auf Wiedersehen. Gut. Ein bisschen was haben wir losbekommen. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal Ordnung machen gerade. Warte mal. Ich will jetzt nochmal in mein Inventar schauen. So. Und zwar hier in meinen Rucksack. Da machen wir mal so ein bisschen Ordnung jetzt hier. Was haben wir da? Moment, was ist das? Spinnenseide. Okay, ich werde das mal hier ein bisschen verstellen. Ich räume meine Säcke alles hier auf die linke Seite. Die tue ich mal raus. Das gibt hier mein Tränkebeutel. Das heißt, die ganzen Tränke baller ich mal da rein. Orangener Zaubertrank. Müsste ich mir auch mal eine Liste ausdrucken oder so. Damit ich mal weiß, für was die einzelnen Tränke gut sind. Das konnte ich mir nämlich nicht alles merken. Da haben wir noch eine Zauberrolle, also Zauberschriftrolle. Und den Sack nehmen wir dann auch mal für Heiltränke. So, und damit sind zwei Säcke schon voll mit Heiltränken. Der dritte ist auch voll, wie ich gerade sehe. Aber diesen leer hier, die stelle ich mal auf die Straße. Wir wissen ja, die Oma von nebenan macht das gerade alles sauber. Die kann hier noch ein bisschen weiter putzen. So, da haben wir auch noch einen Trank. Der ist auch leer. So, und was haben wir hier? Da ist unser Glyph. Den tue ich mal an einem ganz besonderen Ort, und zwar dahin. Das Glasschwert auch. Die Tränke baller ich auch mal hier rein. So, und was ist mit den Schlüsseln? Das ist die große Frage. Was haben wir hier? Mordens Notiz. Nachricht von Mordin, der Geheimgang befindet sich hinter der Wand des Speisesaals. Ja, ich glaube, die brauchen wir nicht mehr. Ich lege das jetzt einfach mal hier hin. Irgendwann fängt das Spiel wahrscheinlich total an zu ruckeln, weil ich irgendwo meinen ganzen Plunder hinlege. Schwefelasche. Okay. Beziehungsweise, warte mal. Dann nehmen wir die letzte Tasche hier nicht nur für Tränke, sondern auch für Reagenzien, also für so Kräuter und so weiter. So, da haben wir noch einen Schlüssel. Können wir natürlich nicht stapeln, das wäre auch zu schön gewesen. Auch diese Schwefelasche können wir nicht stapeln. So, Freunde in der Nacht. Das ist doch mal schick jetzt, ne? Gut, wir haben noch ein paar Plätze im Inventar, das heißt, ich brauche jetzt nirgendwo hin. Immer wenn ich hier ganz voll werde, dann werde ich zum Schloss von Lord British gehen, in mein Zimmer, und da das ganze Zeug hinlegen. Das kann ich jetzt hier mal stehen lassen, ich glaube, das brauchen wir nie wieder. Ich meine, ich bin, ja, es tut mir leid, ich bin ein Ferkel, ne? Ich schmeiße hier schön die Sachen aus der Straße, auf die Straße. Aber ihr könnt sicher sein, dass ich das im echten Leben nicht mache. Ich bin auch niemand, der bei McDonald's war und dann die Tüte von McDonald's aus dem Autofenster rausfeuert. Es gibt nämlich viele, die das machen, sonst würde ich nicht immer diese McDonald's-Tüten in irgendwelchen Autobahnabfahrten, Auffahrten sehen. Naja, egal. Haben wir schon mal mit dir gesprochen. Du machst mir Angst. Nee, brauchst keine Angst haben. Da vorne kommen wir wieder an den Friedhof. Die Wache hier ist gerade schwer am Schaffen. Guten Tag, liebe Wache. Und hier haben wir nämlich das Schild. Auf diesem Schild steht Paws. Und das heißt, wir sind hier völlig richtig. Wir müssen nach Paws, weil nämlich der Bürgermeister in Paws ist. Und wie wir alle wissen, müssen wir zum Bürgermeister. Vorher müssen wir die Ratte töten. So, die haben ein bisschen Kohle dabei. Ich muss erst mein Schwert wegstecken, dann kann man auch die Kohle einstecken. Und ich gehe gerade nochmal hier drauf, wenn ich dann da drauf komme. So ein bisschen mal die Aussicht hier genießen. Was haben wir denn da unten? Ach, das sind so große Krebse. Da vorne habe ich auch was im Schatten eben gesehen.
Ansonsten nichts, nur kleines Viehzeugs hier. Doch, da saß noch ein NPC eben. Und da vorne noch eine Spinne. Na komm. Ich bin ja relativ flott unterwegs, das geht ganz gut. Wir sammeln wieder die Kohle ein, denn auch Kleinvieh macht Mist. Und was mit dieser Ratte? Die hat gar kein Geld dabei gehabt, oder was? Eine Ratte ohne Gold, dass ich das noch erleben darf. Da oben ist eine Spinne, hier haben wir das Schild, Pause. Britain, wir müssen wahrscheinlich einfach nur diesem Weg hier weiter folgen, beziehungsweise auch in die Richtung, das weiß ich jetzt gar nicht. Wie kann man das Schild deuten? Das zeigt dahin, ne? Das zeigt nach da, aber hier ist ja gar nichts. Also ich gehe mal schon davon aus, dass sie hier das hier meinen. Vielleicht sind ja vorne diese Häuser, die wir da sehen. Vielleicht ist es ja sogar schon Pause. Bevor wir da aber hingehen, möchte ich da oben noch die Spinne erledigen. Na komm. Leider gibt es hier keine Erfahrungspunkte. Aber zumindest immer ein bisschen Geld. Wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge oder vor ein paar Folgen schon mal gesehen, dass hier die Gegner immer wieder neu kommen. Das heißt, wir müssen die nicht zwingend erledigen. Wer bist du denn? Ich grüße euch, Reisender. Hallo. Ah, der große und tugendhafte Avatar ist gekommen, um mit mir zu sprechen. Ich grüße euch, mein Freund. Wie ist euer Name, gnädige Dame? Man nennt mich Altera und ich bin eine Wahrsagerin. Die Menschen kommen zu mir, um ihre Zukunft zu erfahren. Einige glauben an mich, andere nicht. Es ist nicht wichtig. Mein Leben hat einen größeren Zweck. Und der betrifft euch, Avatar. Welcher Zweck mag das sein? Ich bin hier, um euch an euer Karma zu erinnern. Ich weiß, dass ihr der Avatar seid. Ihr habt eine gute Seele. Doch ich weiß auch, dass es bereits lange her ist, seit ihr das letzte Mal in Britannia wart. Und ich weiß von euren Mühen in Pagan. Wer will behaupten, dass euch eine kleine Erinnerung schaden könnte? Bitte erzählt mir von meinem Karma. Denkt stets daran, dass eure Taten eure Fähigkeiten beeinflussen und bestimmen werden, wie die Menschen euch behandeln und sogar welche Umstände das Schicksal euch zuteilen wird. Wie geschrieben steht, was ihr sät, das werdet ihr ernten. Wenn ihr gut und gütig und tugendhaft seid, werden eure Fähigkeiten größer sein. Die Menschen werden euch besser behandeln und eure Aufgabe wird weniger gefährlich sein. Wenn ihr ein Narr seid, werden eure Fähigkeiten vermindert. Die Menschen werden hinterhältig sein und eure Aufgabe wird wesentlich schwerer gemacht. Ich danke euch für eure weisen Worte, my lady. Es ist sehr gern geschehen, mein Freund. Geht jetzt und widmet euch eurer Aufgabe. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen. Also eigentlich wollte ich dich gerade noch mehr fragen. Warte mal gerade. Ich bin jetzt sehr beschäftigt. Mögen die Tugenden mit euch sein, Avatar. Na gut, dann halt nicht. So, was haben wir da vorne? Ist das Pause oder was? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Einen kleinen Teich? Ich weiß nicht, was es sein soll. Für Porsto vielleicht ein bisschen klein, ne? Wenn man da die ganzen Kranken hinbringen würde. Aber da war doch noch jemand. Das ist ein Dieb, glaube ich. Ein Räuber, ein Bandit, ein Pirat. Was auch immer. Auf jeden Fall brauche er einen auf die Mütze. Na komm. Spüre das Flammenschwert. So muss es sein. Der hat leider auch nur wenig Gold dabei. Aber wenig ist besser als gar nichts. Was haben wir denn hier? Da liegt jemand. Also eine Leiche, um genau zu sein. Hilfe! Helf mir! Hallo? War der in dem Zimmer nebenan? Das brennt da doch, ne? Komm, wir schauen mal schnell. Super. Komm, wir nehmen mal den Eimer hier. Haha. Schlau gedacht, ne? Wir können da versuchen, auch hier... Danke, dass ihr mich gerettet habt. Bitte, mein Herr, könnt ihr meiner Mutter helfen? Unser Bauernhof wurde von Banditen angegriffen.
Sie töteten meinen Vater, entführten meine Mutter und nahmen alles mit, was nicht nied- und nagelfest war. Bitte rettet meine Mutter, bitte! Sie zogen in Richtung der Berge, nordöstlich von hier. Okay, mein Kleiner, nordöstlich von hier, das heißt in diese Richtung. Ja, meinst du denn wirklich, dass wir das packen werden? Komm. Ach, da hinten ist das Feuer jetzt auch aus. Ich wollte eben gerade noch diesen Eimer da nehmen und ihn da drauf feuern, aber es ging auch so. Sag mal, Junge, was ist denn los? Ich will da nochmal reingehen und mal ein bisschen nach dem Rechen schauen. Beziehungsweise, es war natürlich gelogen. Ich will eigentlich nur schauen, ob es da was zum Klauen gibt. Und deswegen gehe ich jetzt auch nochmal hier rein. Und irgendwelche seltsamen Geräusche höre ich da gerade. Was ist denn da? Ach, da ist noch hier so ein Schwert. So ein Messer, das können wir da liegen lassen. Wer summt denn da bitte? Und was ist hier mit diesem Bild? Oh, ich liebe diese Musik von Ultima Ascension. Mir läuft es gerade kalten Rücken runter. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr hört das gerade. Diese Geräusche, dieses Sound hier von Ultima Ascension. Ich liebe Ultima Ascension. Und ich muss es jetzt ganz offen und ehrlich sagen. Man wird ja ab und zu mal gefragt, welches Let's Play von deinen vielen Projekten spielst du denn am liebsten? Ich muss es momentan leider so sagen. Ultima Ascension, und zwar mit großem Abstand. Ich habe da einfach momentan sehr viel Lust drauf. Ich weiß nicht, ich freue mich da einfach schon viele, viele Jahre, dieses Spiel endlich wieder spielen zu können. Und jetzt habe ich so lange rumprobiert, bis es einwandfrei gelaufen ist. Und jetzt muss ich das einfach nur genießen und den Berg runterrutschen. So, warte mal, Nordosten hat der Kleine gesagt. Das ist natürlich jetzt die Frage, was er als Nordosten bezeichnet. Warte mal, jetzt sind wir da schon wieder vorbeigerannt. Mal gucken, ob es da einen Teich noch einen Weg gibt. Nee, da gibt es keinen Weg mehr. So, Nordosten ist nämlich hier. Und das heißt, ich werde nochmal abspeichern. Ich weiß, wir sind auf dem Weg nach Thors. Aber mein Gott, so ist halt das Spiel. K27. Jetzt hätte ich mich beinahe vertippt. 27. Ab dafür. Und wir gehen auch einfach nochmal ein bisschen weiter. Die 20 Minuten sind auch schon wieder rum. Ihr seht schon alleine an dieser Tatsache, dass ich hier Ultima Ascension immer überziehe, wenn man von einer Laufzeit von 20 Minuten pro Folge ausgeht, dass ich da unheimlich viel Lust drauf habe. Aber ich muss trotzdem gleich wirklich Schluss machen, denn es ist schon spät. So, mein Kleiner. Das war jetzt kein Dieb, aber ich glaube, wir sind hier richtig. Es gefällt mir alles noch nicht so wirklich hier. So, da haben wir wieder ein Häuschen. Eieiei, und da vorne ist, glaube ich, eine Höhle oder irgend sowas. Wer bist du denn? Verfluchte Leute lassen einen nie allein. Zuerst diese Kobolde aus dem Westen, jetzt dieser blonde Schafskopf. Hey da, das ist mein Haus. Es gehört nicht dir, also verschwinde. Lass mich allein. Oh, ich habe auch schon mal freundlichere Zeitgenossen erlebt. Was hat er denn Schönes? Ein Schalter. Da hat sich ein Schalter versteckt. Hm. Ich sagte dir doch, mein Haus in Ruhe zu lassen. Jetzt bezahlst du. Ach du Scheiße, was ist mit dem los? Der hat da irgendwas... Da ist was schief gegangen, also da ist hier, der ist da irgendwie... Der will da was verbergen. Dieser Knallkopf. Da ist doch was passiert. Ach, ich glaube, dieser Gang hier ist aufgegangen. Wo auch immer wir jetzt hinkommen werden. Aha. Eine Treppe. Oh oh. Und da ist der Felsen wieder zugegangen. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich das jetzt richtig sehe, können wir nicht mehr zurückgehen. Genau, jetzt wissen wir auch definitiv, für was dieser Schalter war, beziehungsweise der Hebel natürlich. Also hier kommen wir nicht mehr zurück. Okay. So, Freunde. Ich ziehe mein Schwert, ist mir egal. Hey, ja, komm her. So, die halten schon ein bisschen mehr aus, die Säcke hier. Gut, warte mal, wir sammeln noch die Kohle ein, schnell hier. Ich treffe sie nur gerade nicht mit der Maus. So, doch geht. Okay, und wir gehen weiter. Direkt mit gezogenem Schwert.
Oh, da ist noch einer. Wir sollten ein bisschen mehr Abstand nehmen. Denn zwei Stück auf einmal könnte vielleicht doch ein bisschen schwierig sein. So, der ist auch erledigt. Auch dein Geld nehme ich an mich. Ah, wieso treffe ich denn das nie? Wir müssen das immer hier so machen. Und so geht's. So. Hallo? Da. Ja, die Tastatur, die Steuerung ist so ein bisschen tricky. Was ich mir noch überlegt habe, was wir natürlich in Zukunft machen können, sobald wir es können, ist uns per Magie heilen. Da brauche ich nicht immer die ganzen Tränke zu verballern. Aber jetzt gehe ich erst nochmal dahin. Beziehungsweise, das sind mehrere, ne? Ich weiß natürlich nicht, ob die mir was tun. Also der eine auf jeden Fall, das ist hier so ein Dieb. Hallo, wer grunzt denn da? Wir sollten mal eines tun, und zwar nochmal abspeichern vorher. Jetzt muss ich schon wieder gucken, was für eine Nummer. 27, komm, das überschreiben wir jetzt einfach mal. 27. Und wir machen an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Macht's gut, bis dann.